mit im Voraus, wir haben unsere Judges haben heute die Cosplays bewertet, aufgrund dessen, was selbst gemacht wurde am Cosplay, welche Techniken verwendet wurden, wie es allgemein im Vergleich zur Vorlage aussieht. Und jetzt möchte ich zunächst erst einmal unsere Judges auf die Bühne bitten. Kommt bitte rauf! Schön, dass ihr euren Weg heute zu uns gefunden habt. Mögt ihr euch bitte kurz vorstellen? Hi, mein Name ist Hummel Cosplay. Ich cosplay inzwischen schon seit 2015. Bin ausgebildete Bekleidungsschneiderin und daher ist mein Augenmerk auch sehr auf den schönen Näharbeiten. Hi, mein Name ist Chiara. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 2015, ähnlich wie Hummel. Ich achte aber mehr auf das ganze Thema Schmutz, also Weathering und wie authentisch das Ganze wird. Ja, hallo, ich bin Susu. Ich mache das, glaube ich, am längsten von uns seit 2011. Und ich lege sehr viel Wert auf die Sauberkeit der Verarbeitung in diversen Disziplinen. Ja. Na dann, viel Chaos Craft, der heute aus Warhammer zu uns gekommen ist. Kommt doch bitte auf die Bühne. Ich stelle einen Tech-Priest aus der Welt von Warhammer 40k dar. Das sind richtig kleine Cyborg-Mönche, die Maschinen anbieten und sich selber auch gerne mit Maschinenteilen verstärken, denn das Fleisch ist schwach, doch die Maschine ist unsterblich. Vielen lieben Dank. Dann danke für deine Teilnahme. Eine Buchreihe aus China. Bühne frei. Ich habe es gestehen, God of the White Tears of the Kingdom vor allen Dingen gespielt.
Und ja, also man fühlt sich sehr heldenhaft und dachte ich mir, das würde ich gerne mal in Real Life fühlen, als links rumzurennen. Und ja, wir sehen, du fühlst es. Als nächstes dürfen wir Witch Hazel. Gemacht hat.
Verkünden. Der dritte Preis geht an Sika mit ihrer wunderschönen Näharbeit. Ich war wirklich sehr beeindruckt von der tragischen Nähtätigkeit. Glückwunsch! Hat uns vor allen Dingen die Vielfalt beeindruckt von den angewandten Techniken und auch die Verarbeitung der einzelnen Schritte. Was ihr wissen müsst, für Cosplay macht man relativ viele verschiedene Sachen und für jede Technik muss man erstmal ein bisschen üben. Und all die Techniken waren bei dieser Teilnehmerin besonders sauber verarbeitet. Und der zweite Platz geht an die liebe Sorien. Ich habe jetzt die Ehre, den letzten Teilnehmer oder Teilnehmerin zu küren für den ersten Platz. Besonders gut hat uns auch hier wieder gefallen, wie gut alles verarbeitet war, in was für einem Detailgrad, aber auch was für Spieleinteraktionen mit eingebaut waren. Zum Beispiel Magneten. Und damit weiß man es jetzt vielleicht auch schon, weil einfach an dem ganzen Kostüm von Wechsel-Cosplay kann man diesen Krog, also nicht komplett ans ganze Kostüm, aber man kann diesen Krog überall dran machen. So geil! Damit, bitte schön. Und ich habe auch eine wohlverdiente Medaille. Bitte schön. Ja, Platz 1, 2 und 3, ihr dürft nochmal nach vorne kommen. Der Rest platziert sich ein bisschen hinten dran. Wir wollen nochmal ein Gruppenfoto machen. 1, 2, 3. Drei Plätze belegt haben, gibt es trotzdem noch ein kleines Dankeschön für die Teilnahme. Ja. Und derweil wollten wir noch mit allen Cosplayern hier auf der Messe gerne ein Foto zusammen machen. Das heißt, wenn hier noch Cosplayer im Publikum sind, könnt ihr gerne jetzt mit auf die Bühne kommen, dass wir mal alle gemeinsam noch ein Foto machen.